Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unser Roadtrip nach München und weiter geht weiter. Unser Roadtrip nach München und weiter geht weiter. Okay, sehr gutes Deutsch hier heute wieder. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr auf das Video heute, weil es geht nämlich weiter mit dem RS4 Limo-Getriebe. Wir fahren zu Michael. Im letzten Video waren wir bei der Firma Drexler und haben uns angeguckt, wie wir die Differenziale für dieses Getriebe bauen. Aber was ich halt so cool finde, ist, das Getriebe ist ein Teil von alten Limo. Das heißt, es gab ja vor mittlerweile bestimmt, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, vor einem Jahr haben wir das alte Getriebe zerlegt und dabei festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. So, jetzt hat Michael das Ganze alles aufbereitet, schön gemacht. Dann waren wir bei Drexler und jetzt ist das Ganze vorbereitet und heute montieren wir das Getriebe und nehmen es mit nach Hannover, dass es jetzt nämlich endlich mit der Montage losgehen kann und so langsam mal wieder ein Auto aus dem Ganzen wird. Weil aktueller Stand, Essen Motorshow soll ja stattfinden. Das heißt, wir kommen so langsam in Zugzwang. Ich würde sagen, los geht's. So, Michael, Getriebe ist zerlegt. Ja. War doch ein bisschen diffiziler. Ein bisschen mehr Action als sonst, genau, ne? Ja. Weil selbst Plastikteile in dem Getriebe natürlich geschmolzen sind und die ganzen Schraubenköpfe zugesetzt haben. Genau. Was recht gut zu beobachten war, der hintere Teil von dem Getriebe ist scheinbar relativ warm geworden. Ja. Da ist alles relativ dunkel. Der vordere Teil sieht ein bisschen besser aus. Scheller, ja, genau. So, das heißt, wenn wir uns hier mal fünfte, sechste Gang angucken, sind die Räder schon richtig dunkel und matt. Die vorderen hingegen, ja, das sieht man ja hier schon. Dritte, vierte Gang. Die Welle, das ist ja noch alles richtig sauber. Hier vorne auch noch. Das sieht eigentlich deutlich besser aus, ne? Ja. Und weiter geht's mit dem Getriebe. Michael, ich habe gerade schon in der Anmoderation gesagt, wir waren ja das letzte Mal bei Drexler und haben uns die Differenziale angeguckt. Genau. Die sind so, das sind auch die größten Änderungen eigentlich an dem Getriebe zu dem ursprünglichen Getriebe. Kommen wir jetzt wieder rein. Jetzt die allererste große Frage. Ich meine, wir haben im letzten Video aufgehört, da wolltest du die Oberflächenhärte von den Zahnrädern prüfen. Ja, das habe ich machen lassen dann. Da habe ich meinen Chef gefragt, auf der Arbeit, ob die das machen können. Das haben sie auch gemacht. Und man kann es also schon noch verwenden. Mhm. Es ist zwar schon ein bisschen grenzwertig, weil es war halt Mordshitze in dem Getriebe und da ist halt ein bisschen Gefügeveränderung hat da stattgefunden. Aber ich würde es jetzt einfach. Ja, ja, ja. Ich glaube, ein Gang war deutlich schlimmer als die anderen. Ne? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, ein Gang war ein bisschen schlimmer. Ich habe es allerdings auch dem Ben geschickt, dem Hersteller von dem Radsatz. Und der meinte auch einbauen, gucken, okay, was passiert halt. Ne? Ich habe dir mal die Bilder geschickt von den Karten, wo das drauf stand. Mhm. Da muss ich mal gucken. Ja, ja. Da steht da die ganze Ordnung. Ich meine, vierte Gang war das. Vierte oder fünfte? Das war dann der da. Ja. Okay. Ja, wie man das halt von Michael kennt, deswegen bin ich auch seit Jahren hier, sieht das schon wieder alles aus wie original. Wie neu und original, ne? Das ist allerdings kein neues Gehäuse, sondern das ist ein gebrauchtes, was du immer so aufarbeitest, ne? Genau. Das ist von einem Front ohne Ölpumpe. Mhm. Und der vorne wird ja ohne Ölpumpe. Mhm. Das wird dann sandgestrahlt. Also das ist ein zusammengebauter Zustand. Ja, ja. Wird dann sandgestrahlt. Und dann sieht das Ganze so krass aus. Das ist halt heutzutage, muss man wirklich sagen, selten, dass sich einer so viel Mühe macht, dass das halt so aussieht, ne? Ja, es ist schon, ja, früher war es halt ein bisschen mehr Arbeit, aber mit dem Schraubenzieher, mit der Drahtbürste und so weiter. Ich habe da Maschinerie dazu. Ja. Ich wasche das Teil kurz, dann kommt es in die Strahlanlage rein. Habe ich da auch gleich das Video mal geschickt gehabt. Ja. Und nach 20 Minuten kommt es so raus. Das heißt, es wird richtig automatisch gestrahlt, oder? Genau. Geil. Okay. Und ist das jetzt irgendwie geschützt oder versichert oder einfach nur blank? Nein, es ist blank. Bewusst, weil bei dir ist ja hier das alles weggeschliffen worden, weil hier deine Krümmer, weil die Krümmer sind. Ja, die Tola, Erika. Wenn ich jetzt da einen Klarlack drauf mache, ich empfehle immer so einen Alfelder Klarlack, weil der ist recht robust und auch gut hitzeresistent, dann kannst du das danach, wenn das alles passt, mit dem Felder Klarlack ansprühen. Weil wenn ich das jetzt gemacht hätte, du musst wieder was rumschleifen, ist wieder schwierig, dass es dann richtig hält. Wobei das so auch immer funktioniert. Und bei mir ist es ja leider immer so, dass diese Getriebe, dass die endlich sind, so ungefähr. Ja. Aber klar, so sieht das natürlich am Ende immer besser aus als normal. Dann Lager, alle neu? Alle neu, sind die, wo du mir gebracht hast, weil die Lager gibt es eigentlich auch gar nicht mehr. Genau, das ist nämlich der Punkt, wo wir auch heute mal drauf wollten. Als ich sag jetzt mal, vor 10 Jahren ungefähr mit diesen Getrieben angefangen habe, du machst sie ja noch länger, damals gab es ja noch alles zu kaufen. Mhm. So, jetzt ist das heutzutage wirklich so, dass man für diese 01E-Getriebe keinen Teil mehr kriegt. Nichts mehr. Nichts mehr. Gar nichts mehr. Ein paar Sicherungsringe kriegt man vielleicht noch, aber das ist ganz schwierig. Synchronringe auch gar nicht?
Die normalen Zinkeronringe, also nicht die Molybdän-beschichtet, die kriegt man glaube ich noch. Und aber die Molybdän-beschichtet, die kriegt man immer. Also ist ganz und Lager, wobei stimmt, die musste ich auch schon aus irgendwelchen alten Verteilerzentren irgendwo, lag da noch irgendwo. Ja. Also, ne? In Kassel hat man alles noch was bekommen, aber das ist Katastrophe. Also das habe ich ja letztes Mal im Video schon gesagt, Teile besorgen. Ja. Ja, für die jetzt, die vielleicht neu auf dem Channel sind, das ist einmal 1. bis 6. Gang Dock, gerade verzahnt von dem Don Octan, von dem Ben. Das war ich eigentlich die ganze Zeit schon gefahren. Das heißt, hier ist die Eingangswelle dicker, auch mit einer dickeren Verzahnung. Und dann haben wir halt wirklich alle 6 Gänge in gerade verzahnt und mit dieser Klauenschaltung dazwischen. Das heißt, wir haben gar keine Synchronringe mehr, sondern wenn man schaltet, geht wirklich diese Klaue hier einfach rein und fertig. So, das heißt, das hattest du einmal auseinander, Lager neu gemacht und gereinigt. Gestrahlt oder so gar nicht, ne? Nein. Das ist so, wie es vorher war. Ich wollte es noch Kugelstrahle, aber bräuchte man es nicht machen. So, witzig ist ja die Farbunterschiede, kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern. Ja, ich vermute mal, das ist, weil die Antriebswelle, die liegt oben in deinem Getriebe. Das ist durch die Hitzeeinwirkung vielleicht da. Also, in gewisser Weise ist das Ganze natürlich ein Versuch, ob es funktioniert, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man das ruhig machen kann. Triebsatz, der war... Das ist der, wo du mir geschickt hast. Das sieht da eigentlich auch noch in Ordnung aus, war ein gebrauchter. So, weil da ist nämlich das Problem, jetzt kommen wir nämlich zu dem Eingemachten, das muss hier drin eingemessen werden. Und die beiden Verzahnungen gehören immer zusammen, also man kann jetzt nicht nur eine Sache tauschen. Bei dir ist es jetzt nicht so schlimm. Das ist schon, hat nur was mit dem Laufgeräusch zu tun, mit dem Singer. Da muss das einfach mal auf 0 plus 3 minus 3 eingebaut werden. Aber das heißt, ich könnte doch, falls nur eins davon kaputt ist? Du könntest es machen, aber meistens, wenn es eine frisst es andere auch sofort. Also wie gesagt. Weil ich dachte immer, dass sie richtig pärchenweise irgendwie geschliffen sind vom Winkel her. Die sind nur gepaart, um die Laufruhe festzustellen, in welchem Einbaumaß die Laufruhe am besten ist. Und da wird Einbaumaß festgeschrieben, das steht dann hier drauf und so baut man es dann ein. Ja, okay, verstehe. Aber für unsere, ich sag jetzt mal, für den Meilegetriebe und so können wir ruhig auch mal nur das eine oder das andere tauschen. Wie gesagt, beim Gradverzahn das sowieso, weißt du selber. Ja, das Ding war so. Das tut ja eh wie die Sau. So laut. Ja, das sind ja wie Motorsäge. Okay, hier haben wir den Rückwärtsgang noch. Das ist denn, was ich jetzt noch bearbeitet haben müssen. Das ist auch das Geräusch, was du am Anfang mal mir erzählt hast, dass es so klackert. Ja. Das Rückwärtsreitle, das streift dann im ersten Gang. Dann macht es tak, 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 tak. Das heißt, generell ist man fragt sich bestimmt immer, wie funktioniert eigentlich ein Rückwärtsgang beim Getriebe. Das ist einfach nur so, dass man ein zusätzliches Zahnrad quasi zwischenschaltet, sodass man dann das dritte Zahnrad sich komplett andersrum dreht. Das ist ja eigentlich die Herangehensweise. Ne? Da hat man dann das zunutze gemacht, die Schaltmuffe vom ersten, zweiten Gang auf den Rückwärtsgang verwendet wird. Das heißt, das Rad sitzt hier übertrieben gesagt irgendwie so, dass es in einer Stellung reingedrückt wird. So sitzt es dann quasi. So, und dann geht es so runter. Entschuldigung. Aber das Rad, das Rückwärtsgangrad ist eigentlich fest, das wird nicht geschoben, oder? Das wird über die... Das schiebt sich auch richtig rein, okay. Umlenkhebel nachher. Ah, okay. Geschoben. Das heißt, das ist nämlich dann auch immer dieses typische Geräusch, wenn man Rückwärtsgang einlegt, wenn es mal so ein bisschen, auch so ein bisschen kratzt. Das macht, das klappt ein bisschen und ist halt auch ein Gradverzahnter, deswegen ist das so laut im Rückwärtsgang. Neue Autogetriebe ist nicht gradverzahnt, deswegen ist es auch so leise. Leise, ne? Und der Rückwärtsgang, der grätscht halt immer. Ja. Und das hier hat hier gestrichen. Das ist so die Einbaulage. So, da hat es hier unter gestriffen. Und dadurch, dass sich das gegenläufig dreht, macht es natürlich dann umso mehr Geräusche. Ne? Ja gut, das hat sich ja trotzdem immer in die Richtung damit gedreht. Da hat es immer hier dagegen geschlagen. Man sieht es auch hier noch. Und jetzt habe ich das Rad hier schmäler gemacht. Und dann hat es hier Platz. Und dann bleibt es auch stehen. Und dann schlägt es auch nicht an den ersten Gang an. Ja, das war das Problem. Aber sonst so, wenn man das jetzt so sieht, ich hatte jetzt lange Zeit immer nur die Frontantriebgetriebe gesehen, das ist schon massiv eigentlich alles so, ne? Ja, das ist schon, Schon
Marius lacht da hinten nur. Ja, doch, die Schürze, der Reiz hat sich schon richtig mächtig. So, ich glaube, hatte ich an den Getrieben überall Titanschrauben? Ja, aber die waren alle lose und gezogen durch die Hitze. Ja, weil ich hätte sonst jetzt nämlich auch keine mehr reingemacht, weil ich weiß noch, bin gefahren und das Öl ist auch rausgetropft, wenn es heiß wurde. Ne? Genau. Weil die müssen die Vorspannung, wenn sie heiß werden, irgendwie verlieren und dann tropft das Öl raus. Also das würde nicht machen, ich würde die Schraube verlieren. Die original war, ne? Ja, okay, das sieht jetzt nach... Ach guck, hier steht sogar noch die Härte so noch drauf. Ah ja, genau. 58 HRC, ja. Genau. Sieht man es noch. Ja, sonst so zum generellen Aufbau brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel sagen. So, wie gehen wir jetzt vor beim Zimmer? Also ich würde sagen, ich fange jetzt mal an zusammenzubauen. Mhm. Erkläre vielleicht ein bisschen was dazu. Ja. Das heißt, prinzipiell kann man schon sagen, in dem Mittelteil ist die Hauptlagerung. Da steckt man die beiden Wellen rein. Mhm. Vier Gänge auf der einen Seite, 5 und 6 auf der anderen. Genau, 5 und 6 hinter drauf, also quasi hinter mir habe ich so drin. Und der Rest ist alles hier drin. Ja, und hier ist man. Cool. Ja. Schon mal das Fläschchen. Okay. Jetzt erste, zweite Gang. Zweite, erste. Das Geräusch klingt schon geil. Ja. Umlenkhebel, Rückwärtsgang. Wenn du das jetzt gleich zusammenbaust, wird das so ultra einfach aussehen. Aber ich weiß, jeder andere wird sich so die Finger brechen, dass da alles so. Ja, es ist 815, also das 01E-Getriebe ist ein bisschen schwierig, den Zusammenbauer. Aber ja, ich habe das eine oder andere schon gemacht. Und das ist ein bisschen einfacher dann. Das ist der Synchronring für den Rückwärtsgang. Ah, doch, der hat doch einen Synchronring, der oder? Wird leicht synchronisiert, ja. Aber Tatsache. Also das heißt, diese Fläche, Maxi, wenn ihr so schräg reinfindet, also das ist dann so drauf. Und wenn der dann hochdrückt, dann synchronisiert er ein bisschen. Na, da ist der beschichtet. Mhm. Synchronisiert er. Das ist quasi die Rückholfeder für den Synchronring. Rücklaufachse. Die Feder wird oft gern vergessen zum Einhängen. Die muss einmal unter rein. So, und jetzt haben wir das Problem früher gehabt, wenn ich jetzt den Radsatz so gedreht habe, dann hat sich das Rücklaufrad mitgedreht, weil das da unten aufgelegt ist. Ja, man sieht ja auch, wie wenig Platz da unten gerade ist. Ne? Genau, und jetzt ist er frei. Ne? Jetzt ist das Geräusch nicht mehr da. Kann ich es frei bewegen. Ja, ich muss auch wirklich ehrlich sagen, dass die Getriebe von dir waren mit Abstand immer die ruhigsten. Das war einfach so. Es ist halt auch, wir früher, wir haben ja die Dinger gebaut, da gibt es halt immer wo kleine Sachen, wo man aufpassen muss. Mhm. Die erfahren die Leute draußen gar nicht. Die Haus- und Hufschrauber oder auch die Aufbereiter, die machen das laut ihre Reparatur-Maps, was sie da kriegen von der Hersteller. Aber das gewisse Etwas, das fehlt halt. Ja, ja. Es ist jetzt keine Kritik, es ist so. Ja. Wenn ich jetzt irgendwas anderes Getriebe aufmache, wo ich nicht gemacht habe, dann muss ich mir auch wahnsinnig neidenken. Mhm. Da gibt es halt immer kleine Tricksler, wo wirklich wichtig sind. Ja. Aber das heißt, du hast die damals wirklich bei Getrag diesen 01E-Getriebe auch gebaut? Mhm. Okay. Das heißt, damals war das so richtig so einfach ein Teilwagen, wo halt alles drin lag, was man haben wollte und einfach zusammenschmeißen. Ja. Auch das hier, die Halteplatte, da hat eine Einbaulage, das wissen viele gar nicht. Da haben wir einen Radius oben dran, auf der anderen Seite nicht. Mhm. Und hier mit dem Radius muss nach unten, weil wenn der Rückwärtsgang geschaltet wird, dass der Synchronring das sich da nicht besser führt. Ja. Und wenn da falsch rum drauf ist, kann es sein, dass der da oben aneckt. Mhm. Ja. Das sind lauter so kleine Sachen, wo sich dann irgendwann summieren, bis an der Schalthebel hoch. Ja. Wenn irgendwas nicht passt. Das sind einfach die Kleinigkeiten. Wenn du früher so eine klassische Getrieberevision gemacht hast, wirklich von Getriebe anliefern, bis es kommt wieder so richtig schön sauber zusammengebaut wieder raus. Wie viele Stunden hast du dafür gebraucht in so einem Umfeld? Waren schon ein paar, ne? Also wo ich noch kein Sandstrahlgerät gehabt habe und so weiter, da habe ich schon, also 9, 10 Stunden habe ich schon gebraucht. Ah, okay, also hast du theoretisch aber schon an einem Tag geschafft. Ja, aber wirklich mit
mit Gas ohne Ende. Und jetzt heute, ja, also wenn alles da ist, schaffe ich das eigentlich in 5-6 Stunden. Aber das heißt, selbst wenn jemand aktuell das Geld ausgeben wollen würde und würde halt sagen, ich will für mein RS4 einmal ein komplett frisch gemachtes Getriebe mit allen Lagern synchron, volles Programm, keine Chance, weil man die Teile gar nicht findet. Muss man sich im Vorfeld irgendwie zusammensuchen, eBay und so weiter. Jetzt sieht man das. Das ist der Umlenkhebel vom Rückwärtsgang. Jetzt muss ich hier reingreifen, jetzt siehst du das mal ganz schlecht. Jetzt schaltet der Rückwärtsgang, kommt das hoch. Dann ist das da unter in die. In die Muffe eingefahren und dann natürlich noch die Antriebswelle da durch und schon haben wir den Rückwärtsgang drin. Ja. Rückwärtsgang raus und dann ist das wieder alles frei. Mhm. So. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass sich der Rückwärtsgang mit bewegt. Ich dachte immer nur, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie geht das, dass die Muffe auf dem ersten und zweiten Gang in einer Stellung das Rad auf einmal antreibt, dann müsste die ja theoretisch, wenn du von 1 in 2 schaltest, auch immer an diesem Punkt einmal dran vorbei. So, aber ich wusste gar nicht, dass der Rückwärtsgang an sich auch richtig bewegbar ist. Ist es bei allen Getrieben so? Nein, beim 02A ist, glaube ich, nicht durch das Rückwärtsgang, glaube ich, statisch. Weil ich habe es nämlich auch schon mal gesehen. Ich habe es auf jeden Fall in Fest nämlich auch schon mal gesehen. Das ist zwar das, quasi da, das Gestänge, wo hier nachher den Rückwärtsgang schaltet. Da tun sich halt auch viele Leute schwer, jetzt den Arbeitsschritt, das richtig miteinander reinzubringen. Schaltgabel, Schaltstange, dritter, vierter Gang. Bei vielen VW-Getrieben wird hier überall Upgrade, irgendwie gefräste Schaltgabeln und alles geändert. Das können wir aber immer auch komplett original lassen. Das ist bei dem. Das sind schon andere. Fünfte, sechste ist Originale. Mhm. Und das ist Originale. Ach stimmt, die gab es sogar zu dem Satz sogar dazu. Okay, ja. Genau. Aber in der Zeit, wo wir noch ein normales Getriebe gefahren sind, sind wir auch immer original gefahren. Ne? Und das ist auch eine von der Noctan. Mhm. Echt? Erste, zweite Gang, ist auch eine Originale. Okay. Nur 5, 6. Ach, die Schaltgabel, aber die Welle, die Schaltwelle ist schon original. Ne? Genau, aber Gabel halt, Notgabel. Mhm. Das ist auch original. Die ist auch hier relativ dünn, wo man den Platz auch braucht. Ja. So. Jetzt wird es ein bisschen ruppig. Ja, normal. Ja. Jeder andere würde jetzt erstmal denken, passt nicht. Genau. Schmeiße wieder raus. So, jetzt sitzt da die Antriebswelle schon drin. 5, 6, Rückwärtsgang. Jetzt sitze ich im Umlenkhebel drin vom Rückwärtsgang. Den mitnehmen wir noch. Boah, das sind immer ein paar Stangen und ein paar Hebel, ne? Ja. Wenn du das einfach so auseinandergerissen hast und nicht darauf geachtet hast, wie richtig. Da haben viele Leute. Das Problem, die kriege ich halt einfach so nicht zusammen. Und die Sicherung drauf. Na, gucke, dass die Sicherung immer richtig sitzt, dass sie sich bewegen kann. Und gleichzeitig schafft die Arbeit sich irgendwann mal runter. Also jetzt wird der Radsatz schon im Gehäuse drin. Alles fertig, soweit jetzt zum Zusammenbauer. Dann sind es halt immer wieder die Gänge, was ich kontrolliere, also meine Arbeitsschritte. Platte fest, Spange drin, Sicherungsring drin, Hauptwelle abgesichert. Ja. Das nehmen wir 1, 2, 3, 4. Ja. Und dann weiß ich, ich habe alles drin. Und dann fertig. Weil hinten noch, wenn man es zusammen hat, oh, habe ich jetzt einen Sicherungsring drin? Oh, dann baue ich wieder auseinander oder was weiß ich. Ja. Das ist halt aber schwierig. Gut. Jetzt machen wir den Einbutton, nennt sich das. Das haben wir jetzt immer früher genannt. Sicherungsring, Führungsfilzer raus. Ich glaube, das macht das Öl weg. Das Loctite 573, das ist jetzt nicht so empfindlich, aber. Die Farbe sieht auf jeden Fall fies aus immer. Mhm. Die Farbkombination mit dem Deckel sieht gerade aus wie diese Chili-Soße. Chili-Soße? Dann muss ich auch mal gucken. Die rote Flasche mit dem grünen Deckel. Kennt ihr die nicht, diese Chili-Soße? Nee. Chili-Soße ist für mich eher so gelb-orange. Ich blende sie an dieser Stelle ein.
Die härtet aus, ganz normal, ja, oder erst irgendwie, wenn sie ein bisschen warm wird? Die härtet dann aus, ja. Also die wird dann teilweise, wenn sie ausgetrocknet, wie Glasnaht, die spritzt richtig weg. Auch wenn sie dann wieder ein wenig wärmer wird und ein bisschen Öl dazukommt, dann wird sie wieder weich. Und, also ist ein super Teil eigentlich. Das lockt eigentlich echt gut. Ja, die Getriebe waren noch immer dicht, bis ich unbedingt den Titanschrauben reinmachen wollte. Ja, das schafft das, geht das. Ja, genau, und ich glaube, wenn das richtig Temperatur kriegt und da noch ein bisschen Last dazu, da reicht ja wirklich, wenn das ein paar Newtonmeter Vorspannung verliert. Zwei, drei Schrauber, wo ich bei dir das letzte Mal aufgemacht habe, sind sogar die Köpfe komplett wegfahren. Ja, okay, da war natürlich die Hitze noch dazu, aber es war selbst ohne die Hitze leider wirklich undicht. Ja. Gut, jetzt kommt das Schwierigste eigentlich, oder das Schwerste. Das ist immer ein bisschen... Das ist ja gleich alles weich. Und dann können wir weitermachen. Eigentlich ist ja ein Wahnsinn, dass das aber immerhin ein Getriebe ist, was man mit, ich sag jetzt mal 1400 Newtonmeter, immerhin nicht komplett einfach sprengt. Ne? Mhm. Es gibt ja ganz viele, wo die Lagerkassette dann auseinander geht oder irgendwie die Glocke. Das ist halt. Also da hat Audi schon was rausgehauen. Ne? Ja. Das stimmt, bei anderen Getrieben ist das auch immer nur Alu. Alu, genau. Stimmt, das ist ja richtig hier massiv. Ja, das ist das Gute. Wie gesagt, das 01E-Getriebe, so her gesehen, ist das ein tolles Getriebe. Nur die Schaltverzahnung, das ist das Rückgrat quasi. Ja. Oder wie sagt man da? Die Schwachstelle. Ist das, bis wie viel ist das eigentlich ab Werk damals frei gewesen? 450 Newtonmeter. 450? Das Allrad. Jo, haben wir halt eine 1 vorgemacht, ne? Ja, das ist halt auch der erste Gang. Und da muss man echt sagen, guck mal, die haben echt gut lange gehalten immer. Weil es war ja wirklich nicht so, dass, also wenn wir ein frisches Getriebe hatten, noch mit Originalradsatz drin damals, war das nicht so, Autobahn, einmal Gas geben, kaputt, sondern man musste das ja schon wirklich zwingen, kaputt zu gehen. Gut. Ja, also das war schon immer so, dritte Gang, Bremse, Vollgas, so, also da haben wir schon richtig... Wir kriegen die 25? 720. Sind ja auch alles nicht mehr so die neuesten Gehäuse, ne? Ja gut, wenn die gestrahlt sind, sind die blank. Die sind wirklich wie neu. Inner, wie gesagt, kommt der Strahl gut nicht rein, das will ich auch nicht. Ja. Also die kleine Kerne, irgendwo bleibt mal eins hängen und das kommt in Schaltverzahnung rein. Gut, da ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber im normalen Synchronisierter. Das heißt, du strahlst eigentlich das Getriebe komplett zusammengebaut, also wirklich mit allen Teilen. Dran. Alles zu, genau. Ja. Nee, ich meinte auch gerade, dass wer weiß, wie oft das hier schon auseinander und wieder zusammengebaut wurde. Achso, vom Gewinde her, ja. Selber, Mensch. Ja. In dem Fall jetzt wahrscheinlich das Gehäuse nicht, aber wir hatten ja auch schon Gehäuse, die waren schon ein paar Mal auseinander. Ja, gut, wie gesagt, das war ein Frontgetriebe, das habe ich auch gebraucht, gekauft. Ja. Und ja, weiß ich nicht, ob es auseinander war oder nicht. So, jetzt gucken wir mal. Ja. So, schauen wir Luft, wunderbar. Das haben wir vorher nicht gehabt, weil wir das hinter dem Aluhofblock hatten. Gut, machen wir weiter. Die Dichte normalerweise mit ein, aber die lasse ich jetzt mal ohne Dichtung, weil die muss ich nachher wahrscheinlich nochmal rausschrauben. Um die Antriebswelle anziehen zu können. Meine Vorrichtung passt da nicht, zum Gegenhalte. Machst du zwei Gänge aber gleichzeitig rein. Genau. Das sind aber eigentlich nur Arretierschrauben für die Schaltstangen. Genau. Ich überlege, ob wir nicht da auch mal irgendwann ein Upgrade irgendwie gemacht hatten oder mal was probiert hatten. Dass die Nullstellung, dass die mehr Federvorspannung hatten. Hier drin, dass die Nullstellung vom Hebel ein bisschen krasser ist, ein bisschen geführter. Ja, da gibt es härtere Arretierung. Das kann sein, dass ich die dann gemacht habe. Das können wir auch noch machen, weil bestimmt auch noch eine rumliege. Die waren dann auch original G-Tracker, wo kamen hier? Was nicht alles gibt. Das heißt, diese kleine Feder, also da ist eine Kugel mit einer Feder und die rastet dann einfach in die Schaltgabel ein. Und wenn man schaltet, klickt das immer rein und raus.
Anlaufscheibe. Oder quasi das Teil hält die Klammer zusammen. Wird auch oft vergessen. So, fünfter Gang. Ach, da haben wir auch noch die Platte drauf. Die kriegt man noch. Die Lagerschale, aber die fahrige nie. Haben gar keinen Verschleiß eigentlich. Jetzt 5-6. Das ist jetzt die originale. Messing. Messing, wollte gerade sagen. Die ist halt auch recht warm, wenn man sieht hier. So, und bei den Dockgetrieben hat man es halt immer, das sieht man hier schon so ein bisschen. Dadurch, dass diese Klauen beim Schalten immer in die hier reinknallen, runden sich mit der Zeit immer die Kanten ab. Hier sieht man es ganz gut, wenn du da auf den drauf guckst. Ja. So, das heißt, wir könnten jetzt gerade uns überlegen, ob wir den einmal drehen. Der bessere auf der fünfte. Beziehungsweise, dass wir beim Hochschalten auf jeden Fall die harten Kanten haben und die weichen Kanten zur Not in die andere Richtung. Ach so, ja. So, weil ich vermute mal, dass... Die sind gleich, ja. Ich vermute mal, also gleich sind sie, aber ich vermute mal, das, was jetzt so runter ist, das wird ja definitiv vom fünften Gang gewesen sein, weil ich öfter von 4 und 5 geschaltet habe. Das heißt, genau, das jetzt einfach dann dementsprechend so rum. Genau. Für den sechsten, ne? Die muss vorher drauf, sonst kriegst du nicht mehr rein. Und immer so rum. Jetzt machen wir Schaltrad drauf, Sicherungsring. Haben die eine Ober- und eine Unterseite? Das ist aber nur für die Zange. Die sind hier. Wenn man hier drauf schaut, da gehen die Nase von oben nach unten. Der hebt dann die Zange besser. So wird sie leichter abrutschen. So, jetzt noch das. Wie ist das jetzt bei den beiden Zahnrädern? Haben die auch irgendeine Passung? Oder ist das einfach egal? Normal ja. So einfach kannst du normal nicht draufschieben. Die Originale sind draufgepresst. Und ich meine jetzt quasi vom Spiel her? Laufrichtung? Jein. Das gibt sich von der Dicke vom Rad her, einfach vom Rad her. Also da sind keine Einstellscheiben zwischen, sondern das ist einfach passend. Das ist eigentlich eine Einstellscheibe. Ist in der Serieproduktion relevant, in der Nacharbeit. Egal. Okay. Und dann kommt ja auch noch bei dem Gradverzahnten, dass es ja eigentlich eh mehr oder weniger egal ist, wie die... Genau, wo sie laufen. Genau, wenn die so ein ganz bisschen Versatz jetzt hier haben, ist das glaube ich kein... Das macht nichts aus. Die sind so viel versetzt. Müssen wir jetzt kurz erwärmen. Man hätte es jetzt auch drauf klopfen können, aber so geht aber. Das mag ich nicht. Achso, da ist ein Rand unter dran. So. Dass wir hier jetzt so einen leichten Versatz zwischen den beiden Wellen haben, ist kein Problem. Kein Problem. Ist original auch so. Nochmal kurz ein bisschen nachsetzen. Der hier darf man nicht vergessen. Das heißt, hier kommt jetzt gar kein Sicherungsmehrring mehr drauf, sondern das wird am Ende einfach nur vom Gehäuse gehalten. Genau, da ist ja das Lager, das Gegenlager, das Vierpunktlager innen drin. Was hier drin läuft, ja. Ja, okay. Da kommt dann quasi das Gegenstück von oben. Läuft dann hier außenrum das Jürgenlager und von oben ist mit der Schraube. Verstehe. Im Haltestoff gehalten. Ja. Und das kann da ja richtig nirgends mehr hin. So, der Sicherungsring. Spannstift.
auch wichtig. Oft wird der Nebel geschlagen und dann wird hier drauf gedonnert. Mhm. Und dann wird das Ding ein. Mhm. Und dann hakt der fünfte, sechste Gang, weil die. Weil ein bisschen rund durchdreht, ne? Genau. Ja, ja. Da ist das Spiel. Da ist das Spiel nicht mehr da. Ja. Dann klemmt es. Ja. Dann hat man auch Probleme gehabt. Also, jetzt bauen wir die Hülse. Kommt jetzt ein Papier, eine Quelldichtung. Da. Eine Quelldichtung rein. Die muss mit Öl eingebaut werden. Und das Öl, also die Dichtung, saugt sich dann mit dem Öl voll. Nur quält die und macht dicht. Will ich nicht wissen, wie viele da auch einfach Dichtmasse zwischenmachen, fertig. Ja, Serienbauweise, da ist das Maß mit eingerechnet. Mhm. Weißt du, aber die ist halt auch relativ dick. Aber ich habe auch viele Getriebe schon kaputt, tatsächlich nur. Nur Dichtmasse, ne? Dichtmasse drin. Funktioniert bestimmt auch, aber. Ja, ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es schlechter ist. Es gehört sich einfach nicht. Es gehört keine Masse hin. Und was denkst du, warum einmal Dichtmasse, einmal Quelldichtung? Warum? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hat sich irgendwann mal ausgedacht. Ne? Irgendein Ingenieur hat sich das. Könnte höchstens damit zu tun haben mit dieser Lagerpressung, dass die beiden Gehäuse zueinander, dass da vielleicht doch ein bisschen Druck zwischen ist, möglich, oder so, ne? Ja. Nee, da muss sie passen. Nein, ich will da. Einkleben braucht man die alle nicht? Nein. Aber es kommt gleich auch noch ein wichtiger Schritt. Man sollte das Vierpunktlager immer vorher, also dieses Teil, immer vorher reinmachen, bevor man ober den Deckel anzieht. Mhm. Wegen Verspannung nicht mittig laufen und so. Genau, dass es richtig fluchtet. Ja, ja. Magnete, neue. Mhm. Die gibt es übrigens auch noch. Witzig, dass sie einfach nur so reingesteckt werden. Ja, die wird dann mit dem Niederkalter. Ja. Und das sind auch ganz schwierige Schrauben. Wenn die überzogen sind, knallt aber der Kopf ab. Mhm. Meinst du die Magnete wichtig drin? Ja. Also schon richtig, dass sich da richtig was dran ansammelt? Ja, ja, das ist Wahnsinn, was da Material dran hängt. Kann man fast ein Getriebe draus bauen. So, und hier sieht man jetzt das Lager, wo von oben jetzt noch eine Hülse reinkommt. Das muss jetzt reingeklopft werden. Ich überlege gerade, ob das Auto mal so lange hält, dass du einfach mal im Winter diese Magnete sauber machst. Ja, unwahrscheinlich. Das habe ich mir bei so vielen Sachen einfach gesagt. Einfach so, diesen Winter machen wir mal die Magnete sauber. Doch, drei Winter hatte ich ja tatsächlich mal, wo wir den Motor nur revidiert haben. Ja. Ich glaube, okay, es war glaube ich ein einziger Winter. Wobei Doppeltrieb hast du nie zerstört, bis auch Welle abgerissen, oder? Wir hatten einmal eine Welle abgerissen. Und das war's. Und das war auch noch so eine Prototypenwelle. Das war noch eine, die war noch nicht dicker und so weiter. So, das war's schon. Ja. Da ist die Hülse dran. Die Hülse rausmachen, brauchst du spezielle Abzieher. Genau, das weiß ich nämlich noch, als ich ein einziges Mal in meinem Leben so ein Getriebe zerlegt habe. Also A, überhaupt erstmal drauf zu kommen, um es zu zerlegen, dass diese Hülse da raus muss. Ne? So, und zeig dir nachher. Und die musst du ja wirklich da irgendwie dann so rausziehen. Hey, zeig das gleich, weil jetzt die Schraube drin ist, dann kommt mit dem Abzieher noch rein. Mhm. Zeig das kurz. Also Problem ist natürlich, beim Zerlegen muss man diese Hülse irgendwie rauskriegen. Und die spreizt sich auseinander. Genau. Die Spindel drückt quasi die Hülse jetzt auseinander. Mhm. In dem Lager ist ein kleiner Rand unter dran, wo das hier dann drunter schlupft. Mhm. Und dann ziehst du quasi das Ding so raus. Ja. Und dann ist zu Hause. Ohne quält man sich richtig ab. So, jetzt machen wir den Deckel fest.
müssen wir den Haltestopfer einmachen und zwei Gängeschalter. Mhm. Einen Gegenhalter. Zum Festziehen. Mhm. Die Schraube wird auch nicht eingeklebt. Viele Getriebe, wo ich kriege, wo schon mal auf der Bahn nicht die Schraube eingeklebt. So, das heißt, welche müssen wieder raus? Alle? Ja, probier's mal ein bisschen hin. Ja, mach raus. So, das heißt, um diese Schraube da drin jetzt anzuziehen, da würde sich natürlich die Welle jetzt bei mitdrehen. Ganz einfach ein Trick, einfach zwei Gänge gleichzeitig reinmachen, dann sperrt sich das Getriebe. Das wäre auch der Moment, wo während der Fahrt einfach alles auseinanderfliegen würde. Mhm. Weil man kann halt nicht zwei Übersetzungen gleichzeitig drehen. Ist halt selbsthändig in dem Moment. Ja. Ah, jetzt kommt der Große zum Einsatz hier. Ja, der Große brauchen wir eigentlich fast nicht, aber dadurch tue ich mich halt einfacher. Wie viel kriegt ihr denn mit? 150. Mhm. Das ist schon. Mhm. Muss ich jetzt zum Schraubenzieher machen, weil ich schon nicht verspannt. So, das ist wieder frei. Schön, jetzt müssen wir es aber. Jetzt machen wir ein bisschen Dichtmasse hin. Erst. Jetzt komme ich da nicht mehr hin, weißt du? Ja, verstehe. Jetzt zwar, und ne? Dabei ist das schon wieder so eine Spezial- ich habe es nur Nuss abdreht, aber es reicht, wenn du Stellung hast. Mhm. Der Halter ist natürlich immer die halbe Miete hier schon, ne? Mhm. Jetzt sieht man, jetzt sind die Gänge geschaltet. Mhm. Ja. Jetzt mache ich das hoch. So, jetzt haben wir Gas in Null. Also. Normal. Wunderbar. Mhm. Das heißt, eigentlich schaltet komplett nur dieser kleine Dreh, ne? Genau. Ich den noch nicht abgerissen habe, einfach, ne? Das ist ja einfach nicht. Klack ab. Habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Jawohl. Das fühlt sich bei dir auch alles immer anders an irgendwie. Weil das geht jetzt schon so sauber rein, raus, so, das ist alles immer so, ja, so definiert, so geführt. Ja, also normal kann man Staub, kann ich da nichts falsch machen. Nur wenn jetzt irgendwie ein Gang nicht richtig schaltet, also eine Schaltstange nicht richtig stehen kann, weil irgendwas anders krumm ist oder kaputt oder was weiß ich, dann hast du hier Probleme. Ja. Aber sonst könntest du hier eigentlich nichts falsch machen. Gut, jetzt kommt der Herr Drechsler. Da bin ich ja echt am meisten gespannt, wie diese ganzen Differentiale so fahren. Also sowohl das vordere, als auch das mittlere, als auch das hintere Diff. Da bin ich mal gespannt, ob ich da mal eine Info kriege. Ich habe jetzt die... Kriegst du garantiert. Von dir, ja, das weiß ich. Von, wie viel habe ich jetzt verbaut? 3 oder 4 Stück. Echt so viel davon schon? Mhm. Chong. Gibt es doch noch so viele kaufen. Ja, und da bis jetzt kein Feedback kriegt. Ja. Ich lasse mich auf dich. Rundstrecke oder eher ein Viertelmeile Auto? Rundstrecke. Echt? Okay, krass. Das wird mich interessieren. Wobei ich glaube, ja doch, stimmt. Ich denke schon, dass man das auf der Rundstrecke schon merkt, wenn die Vorder- mit der Hinterachse ein bisschen stärker gekoppelt ist. Ich denke mal, auf der Rundstrecke merkt man das extrem sogar beim Bremsen, wenn er da vorne und hinten ein bisschen die Achsen verbindet. Wenn du lange Kurve oder so, dann denkst du, wie es damit geht. Probieren. Das erfahren. Aber hätte ich nicht gedacht, dass es dann doch so viele gibt, die gleich so ein... Also das ist jetzt schon, oder? Ja. So viele Mittel ist, ja. Mhm. Gut, machen wir weiter. Das ultimative Werkzeug. Der Drechselsperrer. Zeige ich dir auch gleich warum. Die jetzt rauszuholen, ist sehr schwierig. Oder einzusetzen. Weil du nirgends... hingreifen kannst. Ja, ich hätte jetzt das Ding gedreht und hätte es auf den Boden fallen lassen. Ja. Nee, aber es sieht schon alles deutlich professioneller aus hier. Das sind auch neue Schrauber, 16 Newtonmeter, 45 Grad, den Schrauber. Mhm. Kommt auch immer bei mir mal alles neu. Das sind die Originalschrauben? Ja. Okay.
die Getriebe sehen halt auch einfach immer so gut aus, dass man eigentlich gar nicht mitfahren will. Ja, wenn es eingebaut ist, aus dem Augen, aus dem Sinn, dann ist es nicht mehr so schlimm. Tut es nicht mehr so weh. Ja, wie gesagt, das Auge fährt mit. Es ist einfach so. Das ist wie mit dem Messer genauso. Das Auge schaltet mit. Das Auge, ja, das ist einfach. Ja, ist so. Ich war mit dem damals, als ich das Dockgetriebe gefahren bin, war ich, was die Schaltunterbrechung angeht, noch relativ zaghaft. Da sind wir mittlerweile natürlich viel weiter. Das heißt, jetzt werde ich das Dock auch mal so richtig benutzen. Mhm. 27. Aufstellen. Hab ich schon. Genau. Der Adapter. Ziehst du dir über Kreuz an? Scheißegal, weil O-Ring zwischen? Das ist egal. Ich werde echt nie vergessen, wie ich an dem Getriebe für teuer Geld diese ganzen Titanschrauben reingedreht habe. Einmal Autobahn, Öl drunter. Wie viel Gramm hast du denn ausgemacht? Hast du das bestimmt? Ja, es waren schon ein paar. Ja? Also alle Schrauben zusammen an dem Getriebe, glaube ich, ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, war ein halbes Kilo. Echt? Würde ich tippen, alle Schrauben so zusammen. Das heißt, die Titanschrauben wiegen dann ungefähr die Hälfte, also waren 200-300 Gramm, die man spart. Ja, die Summe macht es halt, ne? Teure 200 Gramm, oder? Das ist 27 Schrauben. Halbes Kilo. Das ist viel, das ist viel. Ja, kann auch sein, dass da noch so Schrauben mit bei waren, hier so. Ach so, okay. So, hier noch ein Halter und da noch eine Schraube und da noch eine Schraube. Gut, alles fest. Dann mache ich eigentlich immer, wenn ich was festgezogen habe, ist das bestimmt schon. Doch, aber 50 Gramm wiegt so eine Schraube schon. Das kommt schon hin. Ja. Hm. Wenn man 50 Gramm wiegt, dann sind sogar noch mehr als ein halbes Kilo. Egal. Ich wurscht. Ich fand's geil. Ja. Ich fand's Philipp. Gewicht sparen ohne Ende. Heute sind wir älter, erwachsener. Na, du bist immer noch so gewichtsoptimiert. Da habe ich wirklich in Anführungsstrichen neu, weil wenn so ein schönes Getriebe mal auf einmal Öl drunter ist, dann weiß ich halt, es lag einfach an den Schrauben. Mhm. Gut. So, jetzt kommt der interessanteste Teil. Weil ganz viele Leute fragen sich wirklich immer, wie funktioniert das mit dem Allrad überhaupt? Weil es ist tatsächlich so, wenn man jetzt hier reinguckt, kommt hier eigentlich nur eine Welle raus. So, das heißt, man überlegt sich, es kommt eine Welle raus, wie funktioniert das, dass es dann noch nach vorne und hinten geht? Und das liegt einfach daran, dass es eine Hohlwelle ist. Das heißt, man sieht jetzt hier zwei Verzahnungen, hätten wir natürlich auch mal vorher zeigen können. Einmal die Verzahnung, die jetzt gerade da so in dem Lager ist. Und dann hier noch diese innere Verzahnung. So, also einmal diese Verzahnung und hier. Also das heißt, diese Welle steckt da drin und geht einmal bis vorne durch. So. Und deswegen können wir dann hier, sieht man es auch gut, Verzahnung Nummer 1, Verzahnung Nummer 2. Das heißt generell, die ganze Kraft geht hier rüber erstmal in das Diff rein und wird dann quasi auf diese Verzahnung vorne hinten verteilt. Das heißt, das wäre auch das Teil, wenn ich zum Beispiel mal auf Frontantrieb gehen wollen würde, so mal auf den Prüfstand oder auf Heckantrieb, wenn man das einfach starr machen würde, wenn man da einfach nur ein gefrästes Teil reinmacht, das vorne und hinten quasi immer mit der Eingangsverzahnung verbunden ist, könnte ich theoretisch Kardanwelle ausbauen, genau. Frontantrieb fahren oder Antriebswellen ausbauen und Heckantrieb fahren. Könnte man. Hat einer mal am Wörthersee gemacht. Tatsächlich? Mit 500 PS schon nur. Hat zwar wie die wilde Wurz durchgedreht, aber hat genau einen Tag gehalten, dann war das Öl auf dem Boden. Weil das Differential das hinten gar nicht kann. Es platzt. Ja. Weil sofort das Doppelte an Drehmoment nach hinten kommt. Wollen wir auf Fummelerei, bis es drin ist. Oh, gut. Ölfangtasche. Da ist auch ein Magnet innen drin. Mhm. Und das vergessen auch die Leute oft. Sauber machen. Entweder eine neue Fangtasche nehmen oder Magnet raus, sauber machen. Stellen wir Zauberei immer und wieder zusammenbauen. Mhm. Ist jetzt gerade hier aus, oder? Das heißt, das ist wie eine. Wobei, nee, das ist in Drehrichtung, ne? In Drehrichtung, glaube ich, spritzt das Öl hier so hinter, oder wie ist das gedacht? Ja, nach oben. Also das, die Antriebswelle ist ja hohl. Mhm. Da kommt das Öl nach hinten, beziehungsweise schleudert nach oben und versorgt die Bohrungen noch mit Öl. Mhm. Okay. Und dass da keine Späne was mit reingehen, das ist da ein Magnet mit drin. Ah, also wirklich so gedacht wie eine Art Tasche, dass das Öl reingeht und durch die Welle geht. Genau. Das heißt, wenn man es einfach radikal weglassen würde, wäre auch doof. Dann läuft das Öl hier raus. Ja. Ah, da läuft es auch noch raus, okay. Ja. Ja. Muss man das irgendwie einmessen, dieses Mittel denn? Ja, jedes Diff.
Jedes Mitteldiff muss man anmessen. Jetzt gucke ich, dass das auch richtig drin sitzt, unter Block. Nehme ich die Lagerschale, Tiefenmaß. Jetzt mache ich auch nicht viele. So. Kommen alte Erinnerungen wach. Klack, klack, klack. So, dann brauchen wir die Scheibe. Die hat jetzt 1,65, die hat 0,45 und die hat 1,45. Das ist immer so ein Serie-Paket gewesen, was meistens verwendet worden ist. Ja. Ich sehe es halt schon an der Dicke. Ja. Oder wenn du hingreifst, irgendwann, wenn du mal so viel Getriebe gemacht hast, dann spürst du es auch einfach. Ja. Die brauchen wir. Und da brauchen wir jetzt eine 0,90. Also die 0,45 muss weg. Da muss eine 0,90 rein. Und was für ein Spiel will man hier drin haben? Oh, was hat denn das? Kann ich das nicht immer sagen, weil das ist ja eine Fehlerscheibe. Okay, ist eine Vorspannung. Okay, ist eine Vorspannung. Also man will eigentlich eine bestimmte Vorspannung haben. Ja, ich denke mal, ein halbe Zehntel oder so, was schon bestimmt Luft dran. Das ist nicht so eine Tellerfeder, genau, die das Ganze am Ende vorspannt. Ich habe jetzt zwei 0,45er genommen, sind dann die 0,90. Ja. So, das ist jetzt ein Paket. Da drauf kommt. Hier kommt jetzt normalerweise die Feder rein, aber die geht dann nicht. Mhm. Und die geht dann auf Block. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt gerade diesen Flansch hier sehe. Das ist so ein typischer Flansch, der jetzt natürlich mit der Sperre gerne mal abreißen könnte. Ne? Habe ich aber noch nie gehabt. Aber beim Philipp ist das immer ein bisschen so. Genau, das habe ich schon öfter gehört in der Vergangenheit. So eine Sache. Nee, weil mit dem originalen Thorsen-Difter drin, da war das immer noch so, dass zur Not genug Kraft auf das andere nach vorne hinten geht. Aber hier, glaube ich, wenn die richtig zumacht, ich weiß nämlich, wenn die Leute nämlich ein starres Diff reinmachen, also komplett einfach ein gefrästes Teil, dann ist es so Viertelmeile Start, das Auto geht vorne fast hoch, das heißt, ganze Kraft geht nach hinten und dann schert der gern ab. Tatsächlich? Mhm. Also wenn wir die Hinterfliege sehen, viele haben den... Aber da ist dann halt auch schon richtig viel Wumms hinter. Viele haben das V8-Diff drin und der zerlegt es komplett. Ja. Die Scheibe jetzt drin. Ja. Ah ja. Nochmal kurz die Hand brechen auf den Motor. Gar keinen Bock. Lass mal. Den einen Flansch dann, den linken, den musst du dann 2,5 mm noch abdrehen. Das zeige ich dir aber gleich noch. Mhm. Aber bei dem Deckel weiß ich jetzt nicht, was für Schaltgestänge du dran hast. Ja. Da gibt es zwei. Eins hat er noch einmal so ein... Ich meine, ich habe das andere. Aber das mache ich dann alles. Ja, du musst halt gegebenenfalls musst halt tauschen. Ja. Gut, jetzt haben wir das mal drin. Und das ist der Welle dicht drin, was ich meine. Ja, den müssen wir nochmal noch besorgen. Den haben wir jetzt nicht, weil wie gesagt die Welle dicker ist. Das nehme ich auch mit. Das ist dann die Hülse, wo da drüber kommt. Ja. Und die drei Schrauben. Ja. Das ist 7, M7. M7, da hatten wir neulich auch schon. Den da machen wir noch drauf. Warte, ich drehe es noch besser. Öl sollte man eigentlich nicht nehmen, um Wellerdicht drin einzusetzen. Sondern Fett oder was? Ja, am besten Vaseline, die schmilzt nach 20 Grad weg und Öl bleibt ja immer dran. Mhm. Das heißt, wenn ein innerlicher Druck kommt vom Getriebe, kannst du die, also nicht nur Getriebe, auch Motoren und so weiter. Ausgeblasen werden. Genau, Motoren und so weiter. Ja. Kann sein, dass es da dann ein Wellerdicht drin raushaut. Ja. Dann habe ich da so ein Pinösel. Und das billigste Ding eigentlich. Ich habe die Drehbank in 10 Minuten gemacht.
Da haben wir den richtigen Einschlag. Ja. Für seine fast es. Klunk. Easy. So, dann brauchst du den Hebel auch nicht, aber das nimmst du mit. Ja, das ist jetzt die Länge wieder. Schau, Verdaumaschine. Kein Öl drin. Ja. Klingt gut. Jeder andere würde sagen kaputt, aber ich finde es gut. Ja. Jo, jetzt soll ich mal kurz entscheiden. Wobei das Getriebe ist noch erstaunlich leise. Also da gibt es diese quer eingebauten Frontantriebgetriebe, die rasseln noch viel, viel mehr. Also das, was rasseln angeht, ging das eigentlich. Das war eigentlich okay. Okay. Jetzt habe ich den Schalthebel, gehen wir mal schön durchschalten. Dann war's das. Kein Öl drin, das ist das Problem. Das heißt, du guckst jetzt einmal, ob alle reingehen? Ja. Ja, ich halt. Power. Männer. Power in der. Ja. Ich halt, wenn das Ding nicht läuft, wenn das nicht dreht, jetzt geht es nicht. Ich halt beim Schaltlauergetriebe, ist das so. Ist auch manchmal tatsächlich so, du stehst, willst den ersten reinmachen, geht nicht rein. Kurzkupplung kommt. Ja, du musst ein ganz bisschen Kupplung und dann knallt das auch richtig so. Das erste Mal so klar getrieben zusammen gemacht und denke, oh Gott, ja, nee, alles gut. Eingebaut, alles gut. Ja, Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Weil ich fand, das war schon so ein bisschen so ein Heiligtum, weil das halt einfach das alte Getriebe ist. Das heißt, ich werde auf den ersten Metern mich auf jeden Fall an das alte Geräusch erinnern. Und deswegen wollte ich auch unbedingt, dass wir das noch zusammen zu Ende bringen. Gut. Deswegen, mega. Haben wir das gerettet, hoffen, dass es hält. Am Ende wird es eh irgendwann kaputt gehen, deswegen haben wir gesagt, wir testen das, was ich meine. Genau. Ja, dann vielen, vielen Dank. Gerne. Ein einziger Punkt, angenommen es wäre jetzt alles neu, muss man ein Getriebe einfahren? Ich sage nein. Okay, ich auch. Also, ja, ist so, entweder es hält oder es hält nicht. Ja. Kurz ein paar Meter, klar, wenn das Öl überall dran ist, gebe ihm wirklich ein paar Kilometer. Ja, ja. Oder dann ist es die Zylinderlaufbahn, wo er laufen muss. Ja. Ich war am Anfang auch immer ein bisschen, oh, muss gut nach 1000 Kilometern das Öl raus. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie siehst du das mit Ölwechsel bei so einem Betrieb? Auf jeden Fall. Ja. Öl raus. Und generell, also das erste Mal nach 1000 Kilometern und dann bei so einem Gradverzahngetriebe, gerade bei so einem Getriebe, wie oft würdest du das wechseln? Gradverzahn ist im Rennsport eigentlich dann nach jedem Einsatz. Echt? Mhm. Also man kann gucken, wie das Öl aussieht, du musst nicht gleich wegkippen. Lass es raus, guck das an, zieh den Magnet mal durch. Einmal durch den Filter. Oder Filter, ein Magnet durchziehen, dann wieder rein. Oder kurz Modul anrufen, die sollen doch mal ein Fass schicken. Zum Beispiel. Wie gesagt, spar nicht am Öl. Ihr dürft alle am Öl sparen. Ich würde hier jetzt von Modul das 75-140 reinmachen, das dicke. Wo du ja sonst immer so ein bisschen Bauchschmerzen mit Synchronisierung hattest. Mhm. Aber hierbei ist es eigentlich egal. Das dicke rein für dich, Synchronisierung gibt es keine. Du tust den Motor sowieso warm fahren, dann geht das Getriebe thermisch mit. Egal, bedenke. Manchmal ja, aber es gibt leider auch Momente, wo wir keine Möglichkeit haben zum Warmfahren. Bei dem einen oder anderen Event ist es halt manchmal schon so, dass du dich dann in der Schlange anstellst, dann bist du auf einmal doch dran, das Motor eigentlich nicht heiß oder es fängt an zu regnen, du willst noch schnell fahren. So, ne? Aber ich habe auch mit dem Öl die beste Erfahrung gemacht. Geil, freue ich mich. Gut, dann viel Spaß. Das motiviert mich auf jeden Fall direkt wieder weiterzumachen. Ja, okay, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ein bisschen Getriebetechnik wieder. Ich denke, wir konnten so ein bisschen Michaels Perfektion zeigen und auch Leidenschaft. Also ich finde, man sieht bei dir extrem, mit wie viel Leidenschaft du die Dinge mal zusammen machst. Und ich werde es mit Leidenschaft hoffentlich nicht zerstören. Tschüss und danke fürs Zuschauen.